Heidi Ho, sage ich da. Sie merken schon, der Onken hat heute eine leichte Country-Applikation hier am Kopf dran. Weil derweil Simple Union jetzt bei uns ist. Das ist eine Münchner Band. Country-Musik machen sie. Vor 2 Jahren haben sie den deutschen Country-Music-Förderpreis gewonnen. Und wir haben jetzt gewonnen, da sie da sind. Wir freuen uns. Servus. Ja, grüß euch. Servus, servus. Marina ist da. Der Ziegel ist da. Alle sind da. Der Papa von denen zwei. So ist es, genau. Die können ja gar nichts anderes mit Country machen, die müssen ja mitziehen, oder Sigi? Ja, ist doch ganz klar. Ich habe das auch geschafft und jetzt wird es gemacht. Es ist ein Familienunternehmen. Seid ihr zur Country-Musik gezwungen worden? Musstet ihr das früher immer hören? Nee, eigentlich gar nicht. Es war überhaupt kein Zwang. Es hat einfach so gefallen? Genau. Und dann schon mal so mitgesungen? Genau, richtig. Und dann auch mal eigene Sachen geschrieben? Genau. Der Rest ist Geschichte. Das ergibt sich dann so. Genau. Sigi, wie kam es denn zu Simple Union? Es gab ja immer so ein bisschen ein Hin und Her, bis sich dann letztendlich diese Formation aufgetan hat. Man darf ja ihn auch nicht vergessen, der Franz ist ein Verstärker. Ja, genau. Weil wir hören ja gleich noch was live. Ja, bis dann wirklich die Endkonstellation zustande kam. Ja, es ist so, ich darf sagen, es ist ungefähr 10 Jahre her. Und da habe ich eine Band gehört, die hat gut gespielt. Dachte ich, das machen wir jetzt auch. Damals war die Anja 9 und die Karina war 15. War sehr jung. Waren sie also sehr, sehr jung. Und, ja, ja, und da haben wir halt angefangen. Und es ist ganz klar, wenn man so jung anfängt, dann allein kann man es ja nicht machen. In einer Band braucht man ja einen Schlagzeuger, man braucht einen Bassisten. Haben wir ja selber nicht gehabt. Am Anfang hat man noch mitgespielt. Bass, später dann ist wieder ausgestinkt. Und so haben wir immer wieder neue Musiker, je nachdem, wie wir selber gerade besser geworden sind, aber wieder bessere Musiker dazu kriegt. Oder die Besseren sind zuerst einmal der Boglaufer, weil sie gesagt haben, also... Siege, da hören die doch vor 10 Jahren Hip-Hop, Rap, Techno. Ja, und dann kommt der Papa und sagt, jetzt spielen wir in der Formation Country. Ja, das ist ganz klar. Einfach ist das nicht, aber das, der Virus ist sofort übergesprungen und hat zupackt und seitdem spielen wir halt Country. Gell? Früher, damals, war ja auch noch die Mama dabei. Gell? Wie kam das? Ist ihr rausgeschmissen worden aus der Band oder habt ihr gesagt, na, wenn wir von der Tour heimkommen, wir wollen was Gescheites zum Essen? Wie ist es, wenn du dann noch fertig bist? Also es geht ja nicht. Also das Essen ist natürlich ausschlaggebend, ja. Gell? Aber die Mama, die organisiert auch viel drumherum und letztendlich ist es super so. Und sie wollte es dann auch so machen. Wer bist denn du eigentlich? Ich bin der Klaus. Du schweigst mich da an von schräg rechts. Was ist denn los? Was spielst denn du? Ich spiele den Bass bei Simple Union. Ich muss jetzt nicht Angst haben. Ist es eigentlich so, die Bassisten brauchen immer nur eine Seite, habe ich mal gehört. Manchmal. Ja, ja, gut. Und der Franz braucht einen Verstärker und eine E-Gitarre. Servus Franz, die wollen wir doch auch mal begrüßen. Ja, servus, ich bin der Franz. Franz, ich weiß, du bist hier ein bisschen beim Komponieren und beim Arrangement beteiligt, gell? Aha, ja. Aha. Könnte sein, oder? Habe ich auch gerade erfahren, ja. Aber das ist ja durchaus, du bereitest uns schon alles vor, oder? Genau, ich spiele einfach drauf los. Und genau so ist er dann am Arrangement beteiligt, weißt du? Er spielt halt, wie er es kann. Ja, und dann sagen die, ja gut, wenn er es eh macht, wie er will, dann schreiben wir auch noch hin. Aber es hört sich arrangieren es. Wenn er nicht macht, was du sagst, gell, dann macht er halt, ja, dann wird noch Arrangement hingeschrieben, dass er das auch macht. Ist schlecht dann, wenn er nicht macht, was ich will. Wir arrangieren gleich. Simple Union bei uns zu Gast auf der Empore. Zuerst sind wir beim Timo beim Vogelpfeifer. Pfeifer mal, Sigi. Geht doch. Timo ist beim Vogelpfeifer. Der Daumen so runter. Ja, es pfeift in meinem Ohr. Neben mir steht der Vogelpfeifer höchstpersönlich, der Tobi. Tobi, jetzt bring uns doch mal was zum Besten hier. Pass mal auf. Was am besten ist? Ja. Der passt da wie eine Bombe. Der Vogelpfeifer natürlich. Ja, aber was? Genau, das wollte ich hören. Was kann denn der Vogelpfeifer? Was ist die beste Melodie? Die beste Melodie ist das. Pfeifer, das hat 2 Seiten, hat das Vogelpfeifer. Eine Druckseite. Das ist der Raketenkuss. Ja, dann machst du eine Amsel. Mit der braunen Seite nach unten, Unterhose, braun und unten. Und die Meise, weil jeder hat's, bloß hören muss das. Da ist Spitzel da, so. Ach, so muss das hinter. Die meisten Leute haben das Vogelpfeifer. Welche ist deine Lieblingsmelodie? Meine Lieblingsmelodie ist eigentlich, auf der Zunge ja, Spitzel. Pass auf. Da machst du eine Amsel. Ja, dann nimmst du Tabletten und dann geht's dir wieder viel besser. Pfeifst du dich auch so morgens wach? Morgens mache ich es immer so, da stehe ich auf, du hast Pfeifer rein, also dann mache ich es so. Ja,
Da weiß der Nachbar, dass bei mir noch was geht. Wunderbar, Tobi. Wie also, lernt man das? Nach hinten. Das ist so, schon, ja? Nach unten. Und das Pfeifer schaut so aus. Die Zacken nach hinten, das Braune nach unten, dann legst du es auf die Zungenspitze, so. Schau her, die Membrane ist das kleine Eiter, die schaut links dann und rechts. Dann kommt sie in den Mund. Auf, und dann blasst du nach oben, sagst genau. Du. Schule, Schuster, Schneider, Schickerbock, Pfade, kannst du auch sagen, da geht's. Also, wunderbare Geschichte, Tobi, herzlichen Dank. Und vom Vogelpfeifer gebe ich es wieder zurück in den Hof bei Reichsfeld. Hinter die Zehen. Ja, nebst Kaktusblüte gestern bekomme ich jetzt eine Sonnenblume. Ja, wie schön. Genau deswegen kriegst du heute Sonnenblume. Ihr habt einen Sonnenblumenfeld gespielt, gell? Genau. Der Papa erzählt, wo waren das? Bei Stuttgart und es war ein super Festival, Sonnenblumenfestival und ganz toll. Und deswegen habe ich jetzt eine Sonnenblume gekriegt. Simple Union ist bei uns zu Gast im Wiesnstudio. Eine Münchner Country Band. Und mal schau mal, da haben sie die Kleine gezwungen, die Geige zu lernen, gell? Ja. Ist das nicht am Anfang schwierig? Ich meine, für alle. Was denn, Stimmen lernen? Na, Geige lernen. Ach so, ja, war schon schwer. Also mehr fürs Umfeld. Ja, wahrscheinlich. Am Anfang. Aber jetzt kannst du es ja. Du bist die Vanessa May von München, habe ich mir sagen lassen. Dankeschön. Ja, Country-Szene. Ja. Da hören wir uns natürlich jetzt was an. Was hören wir denn jetzt, Carina? Was hören wir denn? Ein Honky Tonk Blues, ein schöner Klassiker. Honky Tonk Blues, Hank Williams. In diesem Sinne, Männer, seid ihr soweit? Ja, der Verstärker, der Franz ist am Verstärker. Da kann jetzt unten mal ja, die Band leise sein. So, seid soweit. Well, I left my home down on the rural road. I took my fire, I'm going stepping out and get a honky-tonk blues. Get a honky-tonk blues. Hey, Lord, I've got 'em. I got a honky-tonk blues. Well, I went to a dance floor, rolled out my shoes. Woke up this morning wishing I could lose. A jumping honky-tonk blues. Hey, the honky-tonk blues. Hey, Lord, I've got 'em. I got a honky-tonk blues. Come on, friends here. Tuck my worries underneath my arms. Let's get right back to my daddy's farm and leave this honky-tonk blues. Yeah, the honky-tonk blues. Hey, Lord, I've got them. I got a honky-tonk blues. Yeehaw! Hey! Hey! Simple Union! Und ich durfte Ihr Mikroständer sein. Genau. Da kriegt das Leben der Mikroständer. Ich muss sagen, Siege, die Mädels, sehr gut gemacht. Für das, das erste Mal, naja, was anderes gehört haben und jetzt Country machen, ist das schon großartig. Der Wahnsinn. Gute Erziehung. Ja, sowieso. Toller Papa, gell? Ja. Ja, ja schon. Schön, dass ihr bei uns da wart. Franz, super am Verstärker. Und wann für das, dass du das weißt, ist das alles in Ordnung. Wann spielt ihr das nächste Mal in München? Am Freitag im Oklahoma Saloon in der Schäftlandstraße. Ah. Was bin ich? 106. Fuß, Geschäftslandstraße 106. Also. Freuen wir uns drauf? Ja. Simple Union.